Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Wir sind ein Challenge-Projekt. Boah, ja, Challenge-Projekt. Mit mir und mit dem LU und mit dem Chrissi. Moin. Und übrigens, ich muss zum LU. Ciao, tschüss. Servus. Hallo. Und zwar hätte er einen Auftrag für dich. Zurzeit ist schlecht, ich bin gerade noch beim LS-Profi beim Arbeiten, aber ich sag jetzt einmal ich muss mir kurz die Feldgröße anschauen. Ich sag jetzt einmal, in 10 Minuten bin ich circa da fertig und dann können die kommen. Na, kein Stress, ich wollte nur einmal den Aufdruck durchgeben, damit du, wenn du Zeit hast und beim Herrn Kollegen fertig bist, das Feld 14 abernten. Was ist dort oben? Da muss Hafer oben sein. Und nein, Raps ist oben. 14. Das ist oben da bei der Biogas. Achso, da Raps, ja. Ja. Das abernten bitte und Hänger stelle ich da dann auf. Passt, das geht ja schnell. Jo, passt, danke. Passt, ciao. Servus. Grüße. So, was wollt ihr jetzt machen eigentlich? Nichts. Jetzt heute haben. Nö. Wenn jetzt mal nö, Busverkäufer oder sonst irgendwas sagst, Alter, dann schallert's, Alter. Wie läuft eigentlich das Busunternehmen? Ach, hol die. So, erstmal schön für. Du Klappbutton, Alter. Erstmal schön für 350 Euro Diesel getankt. Sonst kannst du ja nichts leisten. Geringverdiener, der kleine Busfahrer. Ich bin kein Geringverdiener. Aber ein Busfahrer. So. Der Spruch ist schon langweilig. Bring was Neues. Ja, aber tu mal mehr, was ich zu tun will. Ich will den abladen, hallo. Was ist denn das für ein Dreck? Alter, damals der kleine Bauer oder wie der Kassen hat, Alter, der Hund ladet dann bei mir durch Stroh in der Scheune ab, Alter. Ohne irgendwas. Nein. Ah. Fand ich wild. Das krieg ich nicht aber weg mehr, ein bisschen mir rollen, Alter. Fand ich cool, muss ich sagen. Lach nicht, Alter, sonst schallert. Also ich fand ihn sympathisch, muss ich sagen. Bei mir alles richtig gemacht. Dein Mom finde ich ja sympathisch. Ja, bist du der neue Nils oder was? Na, halt bin ich einfach gut aufgeklärt, man hat. Der geht auch, finde ich auch, Familie. Vogel. So, Herr Kollege, jetzt einmal ein anderes Thema. Was sagen Sie zu der Wetterlage eigentlich bei Ihnen in der Pfalz? Scheiße. Brennt ein bisschen was. Wie schaut's bei Ihnen aus? Scheiße. Ich will ein normales Thema anreden, ja so. Das ist ein ernstes Thema, jetzt sagen Sie doch mal was dazu. Können Sie das nochmal wiederholen? Na. Was ich immer mache? Nein, ist egal. Können Sie das immer wiederholen? Ich hab das nicht verstanden. Na, das wird jetzt nicht geklippt, jetzt halt die Kappe. Nein, das will ich. Kannst du sowieso schon klippen, das ist ein Video. Kannst du das nochmal wiederholen? Na. Bitte. Warte mal. Jetzt hilft man überall. Und reden Sie doch einmal über das Thema. Hast du verstanden, was ich meine? Wieso wolltest du natürlich über das Thema reden? Zu geil. Jetzt sagst du was dazu. Oh, Alter, jetzt tu doch Deutsch reden und ich denk sowas. Ich knall es halt, wenn du so machst. Wenn du so machst, mach ich so. Ich wollte jetzt eigentlich lieber ein ernstes Thema reden, aber ein Kollege findet es halt einfach nur lustig, ich glaube. Das ist doch kein ernstes Thema, jetzt.
Du bist echt wirklich so ein Klappspaten, was ist das eigentlich? Digga, der einzige Klappspaten, der hier ist, ist nur du. Boah! Fettkohle gerade gemacht. Was machst du so? Hallo? Ja. Hallo, was du machst? Hallo. Was ich mach? Nee, was du nicht machst, natürlich was du machst. Ich füll gerade den Stroh bei meinen Schweinen noch. Wo soll ich seine Blume da weiter ist? Top. Der tut gleich bei mir arbeiten, den habe ich schon abgeworben. Nö. Was für abgeworben, Junge. Das ist bei mir schon fest eingestellt. Aber sie haben ihn weniger geboten als sie, deswegen ist er zu mir gekommen. Ja, jetzt reden wir so einmal über das Thema. Das ist ja auch Maximum, was du mir bietest bei den Arbeitsverhältnissen. Weißt du, was am besten ist? Mit dem Tablet ein Rand. Okay, dann sag ich halt nichts. Du kleiner Bauer, du. Wie schaut's bei Ihnen aus? Hallo? LS-Profi? Alter, was ist mit den Reisverkäufern schon wieder? Hallo? Sind Sie noch on the line? Oh, Alter, jetzt hat er wieder so ein Kindisch Hummer. Hallo? Was denn? Was soll ich so nichts mehr sagen? Ich soll die in den Rand halten. Ja. Manchmal sollten sie einfach mal selber mal den Rand ab und zu mal halten. Vielleicht immer, aber ab und zu mal. Übrigens, wenn man die Schaufel so oft schleifen lässt, dann war es das irgendwann mit der Schaufel. Soll ich Ihnen einmal was sagen? Ich kann mir wenigstens im Gegensatz zu Ihnen eine neue leisten. Was hast du jetzt gerade genuschelt? Ich hab gar nichts verstanden. Ich kann mir im Gegensatz zu dir eine neue leisten. Du hast gerade so mit mir gesagt, ich kann mir eine neue leisten. Leitlan, ihr merkt, er ist heute ein bisschen sehr aggressiv zu mir. Ich bin gerade. Ja. Nee. Hast du den falschen Kaffee bekommen oder was? Du vielleicht, ich nicht. Trinke einen Kaffee. Ah ja. Was denn dann? Ich kann niemals Kaffee trinken. Kakao oder was? Nee. Was dann? Medizin, weißt du. Aha. Das ist alkoholische Medizin, oder? Nee. Man denkt, wenn ich Alkoholiker bin. Sag mal, habt's oder was? Ich hatte jetzt noch alkoholfrei, weil ich trinke, weißt du? Das machen sie nicht, dieses Merke ich mal. Wenn ich einmal Bienen vorbeischauen, da haben wir immer weit. Ja,
Tut mir leid, wir haben ausverkauftes Haus. Ist mir wurscht. Wenn der Chef kommt, dann gibt es immer einen Platz. Ja, der Chef bist du schon mal nicht, ja? Sicher. Seit wann? Seit jetzt gerade eben. Alter, steigt der? Nee, nur im ganzen Verkauf was. Warum sind eigentlich schon wieder 300.000 her? Gekauft. Also sie verdient. Geld. Ja. Womit? Indem man Bitcoin verkauft und meint. Indem sie ihren Bus verkauft hat. So, mal ein kleines Thema, Herr Grissi. Ihre Meinung zur realen Landwirtschaft. Cool. Finde ich sehr interessant. Und Hut ab, was die Menschen da leisten. Jetzt will ich auch. Würden Sie selber diese Arbeit auf Ihre Schulter nehmen? Ja, schon, weil mich interessiert das auch gern. Und ich tue gern etwas mit Maschinen. Was genau interessiert Sie daran? Dieses technische Verstehen, was Sie heutzutage haben müssen, oder eher gesagt, diese Kulturen, die da sind, oder? Alles zusammen, das Ganze einfach, das interessiert mich halt sehr. Würden Sie jetzt von null auf jetzt einen eigenen Betrieb machen? Na ja, schon. Wirklich? Trotz den ganzen Richtlinien würden Sie jetzt so von null auf sich Geld in der Hand nehmen und einen Betrieb aufmachen? Ja. Okay. Schon mal Respekt vorbei. Wenn ich mir die Richtlinien heutzutage angucke, ist das schon krass, was wo dran und ich mal alles halten muss mittlerweile. Aber trotzdem, das ist natürlich ein toller Beruf, vor allem das Tolle daran ist halt einfach, du bist halt einfach dein eigener Boss, wenn du so einen eigenen Betrieb hast. Du bist halt einfach dein eigener Boss. Deswegen will ich ja selbstständig werden, da bin ich auch mein eigener Chef. Das haben wir ja gesagt, und das war das Tolle. Da kriegen sie nicht vorgesagt, das müssen sie machen, das müssen sie machen. Nee, das ist mal gut. So. Dann machst du das. Einmal unterstützt, der Ball wird dann unterstützt, wenn er unterstützt wird. Ah ja. So, dann muss ich noch den Ding aufladen. Oi. So. Wer so sagt, hat Feierabend. Na, ich hab noch vieles vor heute. Warum sagst du dann so? Was? Warum sagst du dann so? Weil ich jetzt gerade die nächste Arbeit mache. Aber du weißt doch, wer so sagt, hat Feierabend. Na. Doch. Doch. Jetzt funkt der schon so wie der Reisverkäufer, der regt mich auf. Herr Kollege, reden Sie weiter. Übrigens, die Folge ist auch zu einer Sie moderieren ab. Die letzte Abmoderation. Mario, dann wo soll ich? So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut gern zum nächsten Video vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.